Hallo ihr Lieben, ich bin Sandra, Gründerin von Piep Fein, Grafikerin und Illustratorin und heute werde ich nicht so wie sonst mit euch malen, denn ich werde euch ein paar Auszüge aus digitalen Arbeiten zeigen, um genau zu sein, aus Arbeiten, die mich das letzte halbe Jahr begleitet haben. Wenn ihr das Video nämlich pünktlich heute zum 1.10. schaut, dann seid ihr quasi bei der Vorpremiere dabei für mein erstes Kinderbuch, das morgen am 2.10.2021 erscheinen wird. Und zwar hat das die liebe Juna Nieves geschrieben und mich gefragt, ob ich das nicht illustrieren mag. Und ja, gemeinsam haben wir dann dieses Buch erstellt und zwar im Selbstverlag. Das heißt, wir haben uns um alles gekümmert und zwar hat die liebe Juna geschrieben, ich habe illustriert und gemeinsam haben wir den Buchsatz gemacht. Und es war auch noch eine dritte Person mit am Start und zwar die liebe Ramona von Silbentaucher, die hat nämlich das Lektorat gemacht. Ja, und jetzt habe ich euch ein bisschen auf die Folter gespannt vielleicht. Ich zeige euch mal das Buch, das wird es in zwei Ausführungen geben, und zwar im Softcover und im Hardcover, weil Self-Publishing pricey ist. Hier ist die Softcover-Variante, also flexibler Einband, und hier die Hardcover-Variante, die ist also steifer. Ich zeige euch jetzt, was ich für das Buch gemalt habe und erzähle euch, worum es geht. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und sag, los geht's! Für das Buch werde ich nur digital arbeiten, da ich mir so sehr viel Nachbearbeitungszeit sparen kann. Trotzdem habe ich alles vorher auf Papier skizziert, da fühle ich mich einfach wohler mit. Ich habe das dann abfotografiert und pause meine Skizzen quasi auf meinem iPad mit dem Programm Procreate ab. Da sich die Charaktere im Buch ja wiederholen, nutze ich ganz gerne die Referenzfunktion von Procreate. Da kann ich dann nämlich ein bereits gemaltes Bild einfach einladen und so nochmal gucken, dass auch die Proportion, der Ausdruck und in dem Fall jetzt die Haare von Anouk auch auf jedem Bild passen. Das Buch trägt den Titel Anouk und Neo zwischen Supermut und Zauberkraft und richtet sich an Grundschulkinder, naja, und auch an ihre Eltern, denn natürlich können die Kids das auch schon selber lesen, wenn das richtige Lesemäuse sind, aber es macht halt auch Sinn, dieses Buch als Vorlesebuch zu nutzen, denn es behandelt das Thema Mobbing. Und deshalb brauchen Anouk und Neo, die in dem Buch beste Freunde werden, super Mut, um sich diesen Problemen zu stellen. Und zum Glück ist auch ein bisschen Zauberkraft mit im Spiel. Und ich werde euch ein paar Auszüge aus dem Buch vorlesen. Wünsche euch viel Spaß dabei. Anouk ist 9 Jahre alt und wohnt in Winnerdorf. Ohne den Dialekt würde es Winterdorf heißen, aber an der Küste reden die Leute so. Und Anouk wohnt wirklich direkt an der Küste, nämlich am Strand. Näher am Meer geht es kaum. Im stillgelegten Leuchtturm sind ihre Großeltern zu Hause und daneben haben Anouks Eltern ein kleines Holzhaus gebaut. So, und nun etwas zum Hintergrund. Die Anouk lebt nämlich jetzt gerade im Leuchtturm bei ihren Großeltern, weil ihre Eltern Tannenbäume in der Stadt verkaufen, denn diese Geschichte spielt in der Vorweihnachtszeit. Und Anouk hat ein ganz besonderes Haustier, das ist ein Rotkehlchen namens Ruby. Ihre Mutter hat einen Kater, der ist Pumpernickel. Und auch ihre Oma hat auch ein eher außergewöhnliches Haustier, nämlich ein Eichhörnchen mit dem Namen Nepomuk. Und alle drei Frauen oder Mädchen können die Gedanken der Tiere verstehen. In dieser Nacht hatte Anouk gar nicht gut geschlafen. Sie vermisste ihre Mama und ihren Papa. Und als sie daran dachte, dass am nächsten Morgen wieder Schule war, bekam sie zu alledem auch noch Bauchweh. Denn was sie niemand erzählt hatte, war, dass die Kinder aus ihrer Klasse furchtbar gemein zu ihr waren. Freunde hatte sie dort keine.
Am Wochenende versuchte sie nicht daran zu denken, aber in der Nacht zum Montag holte es sie wieder ein. So stand sie eine lange Zeit am großen Fenster und schaute auf das dunkle Meer hinaus. Ruby setzte sich auf ihre Schulter, aber schlief sofort wieder ein. In der Ferne sah sie das Licht eines Schiffs. Ob der Kapitän sie wohl auch ganz klein am Fenster erkennen konnte und sich fragte, wieso sie nicht schlief? Sie fing an zu frieren und legte sich zurück ins Bett. Erst jetzt bemerkte sie, dass Pumpernickel sich auf leisen Samtpfoten in ihr Zimmer geschlichen hatte und am Fußende lag. Ach, Pumpernickel, vermisst du Mama auch so wie ich? Pumpernickel sah sie lange an und rollte sich neben ihr zusammen. Anouk legte ihren Kopf zwischen das Rotkehlchen auf der einen Seite und den Kater auf der anderen. Die beiden bemerkten, dass es kein guter Moment für einen Streit war. So schliefen sie tatsächlich noch einmal ein. Kurz vor der Dämmerung wurde Ruby munter und fing leise an, ihre Lieder zu trällern. Missbilligend blickte Pumpernickel zu ihr hinüber und gähnte theatralisch. Anouk streckte sich und setzte sich auf die Bettkante. Sie hielt einen Finger in die Luft, auf dem das Rotkehlchen landete und ihr mit dem Schnabel ein Küsschen auf die Nase gab. Mit der anderen Hand streichelte sie schnell den Kater, damit er nicht eifersüchtig wurde. Sie schaute zu ihrem Schulranzen hinüber. »Ach, ich wünschte, ich könnte euch mitnehmen«, sagte Anouk traurig zu ihren Tieren. Ruby und Pumpernickel sahen sich an. »Wirklich? Ihr bringt mich bis zum Marktplatz?«, jubelte Anouk und zog sich etwas Warmes an. Der kuschelige Wollpulli roch noch so gut nach dem Waschmittel ihrer Mutter. Ein bisschen nach Frühling, wie in Mamas Blumenladen. In der Küche hatte ihre Oma schon einen Honigtoast für sie bereitgestellt. »Guten Morgen, mein Schätzchen. Wie hast du geschlafen?«, fragte sie und rührte mit ihrem Löffel in ihrer Tasse Tee herum. »Wie immer«, log Anouk. Nepomuk warf indessen Haselnussschalen auf Pumpernickel. »Nepomuk, sei nicht so gemein, du weißt doch, wie muffelig Pumpernickel am Morgen ist«, ermahnte Anouk das vorwitzige Eichhörnchen. Ihre Oma sah sie belustigt an. »Wie muffelig Pumpernickel immer ist«, korrigierte sich Anouk und lockte den mürrisch reinschauenden Kater zu sich auf die Eckbank. Anouk nahm einen Schluck von ihrer warmen Milch und verlor sich in Gedanken. Über den Tag, als Ruby zu ihr kam, dachte sie oft und gerne nach. Und wie die Geschichte weitergeht, wie Ruby zu Anouk fand und wie Anouk und Neo sich kennenlernen und was das mit der Zauberkraft so auf sich hat, das könnt ihr, wenn ihr Bock habt, im Buch weiterlesen. Ich möchte hier nicht zu viel spoilern. Hallo ihr Lieben, nein, das Video ist noch nicht zu Ende. Ich wollte nur mal kurz einschieben, dass Juna und ich ja nicht nur die Bücher gemacht haben, wäre ja zu einfach. Wir haben auch noch Poster gemacht in DIN A3. Also das sind quasi kleine Werbeposter, die Bücher reinhaben können, um auf unser kleines Buch aufmerksam zu machen. Außerdem haben Juna und ich noch zwei Sorten Postkarten entwickelt. Zum einen diese hier, etwas allgemeiner gehalten, mit Frohe Weihnachten und unten in der Ecke dem grafischen Titel. Die Rückseite sieht dann so aus, also beschreibbar. So. Und zum anderen diese hier, weil es ja ein Buch gegen Mobbing ist. Eine kleine Mutmach-Postkarte mit dem Slogan Ich wünsche dir Mut. Und auch hier der grafische Titel nochmal. Und die Rückseite auch zum Beschreiben. Und zu guter Letzt, weil Juna und ich Sticker auch so cool finden, haben wir noch einen kleinen runden Sticker gemacht. Auch im Buchcover-Design.
Hier zeichne ich gerade das Cover und auf dem Cover, also auf der Rückseite, ist ja noch der Klappentext und ich dachte mir, den kann ich euch ja auch noch vorlesen. Also, stell dir vor, du lebst direkt am Meer. Wenn du morgens aufwachst, schaust du auf die Wellen und spürst die Sandkörner zwischen den Zehen. Doch anstatt mit einem Lächeln aufzustehen, hast du Angst vor den gemeinen Anfeindungen in der Schule. Als du herausfindest, dass du besondere Kräfte hast und auf einmal alles denkbar einfach erscheint, taucht ein neues Kind in der Schule auf. Und plötzlich ist Freundschaft die größte Waffe gegen die Attacken der Mitschüler. So hat es Anouk erlebt. Mit ihren tierischen Begleitern, dem gutmütigen Rotkehlchen, dem mürrischen Kater und dem vorwitzigen Eichhörnchen nimmt sie dich mit in ihre Welt, die so magisch ist wie die Tage vor Weihnachten. Da Juna und ich das Buch im Self-Publishing, also im Selbstverlag, in den Handel bringen, mussten wir natürlich auf die Preisgestaltung achten. Und das heißt auch, wir konnten nicht so viele Farbseiten verwenden, denn jede Farbseite kostet extra. Also haben wir uns auf 15 Farbseiten beschränkt, und zwar eine für jedes Kapitel. Aber dafür gibt es ja noch eine Menge Schwarz-Weiß-Zeichnungen für zwischendurch. Das Bild hier vom aufgeregten Nepomuk ist übrigens mein liebstes Schwarz-Weiß-Bild. Und das hier ist mein liebstes Farbbild von den Seesternen, die auch mal so schön leuchten wollen wie die Sterne. Juna und ich sind mega stolz auf unser Werk und wir finden, dass wir mit den großen Büchern der Verlage mithalten können. Wie findet ihr denn das Buch und meint ihr, wir sind richtig profimäßig unterwegs? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare und ja, ich kann euch verraten, ich habe euch nicht jedes Bild hier gezeigt, denn falls ihr Interesse am Buch habt, soll es ja auch noch eine kleine Überraschung für euch geben. So, ihr Lieben, das war's auch schon wieder und ich sag wie immer danke, 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 dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn euch das Video gefallen hat oder vielleicht auch das Buch, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dürft ihr gerne ein Abo mit Glocke da lassen. Dann verpasst ihr kein Video mehr von mir und könnt mich auch nicht vergessen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns nächste Woche Freitag zu einem neuen Video. Ein kurzer Hinweis zu den kommenden Videos. Wir befinden uns ja nun im Oktober oder sollte ich besser sagen im Inktober. Denn ich mache dieses Jahr wieder beim Inktober mit und da es ja noch mein erstes YouTube-Jahr ist, das erste Mal gemeinsam mit euch. Ich werde also den gesamten Oktober jeden Freitag ein neues Video mit den Prompts der Woche und den Bildern, die ich dazu malen werde, hochladen. Wenn ihr den Inktober noch gar nicht kennt, aber mitmachen wollt, dann ist er jetzt noch der perfekte Zeitpunkt. Wie gesagt, macht euch da nicht zu viel Druck. Malt, was ihr könnt und wie ihr das zeitlich schafft. Es soll euch challengen, aber vor allem auch Spaß machen. Oh, und wenn ihr mehr über Juna oder Ramona erfahren wollt, verlinke ich euch deren Websites unten in der Videobeschreibung. Außerdem natürlich auch einen Link, wo ihr diese beiden Bücher im Soft- oder im Hardcover erwerben könnt, wenn ihr Interesse an so einem Buch habt oder Juna und mich einfach supporten wollt. Bis dann, ciao und bye!